Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es den zweiten Teil sozusagen der 5 Designs und zwar kommt heute natürlich Platz 2. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Platz 2? Weil wir hatten zwei zweite Plätze. Heute kommt der zweite Platz von Annette Ziegler. Sie hat mir ein schönes Skript geschickt, muss ich ja auch nochmal ausdrücklich loben. Also sowas ist wirklich Premium. So schöne Skripts mache ich selber nicht mal für meine Videos. Gut, die sind auch wirklich schlimm. Aber auf jeden Fall, ja, ich will euch heute zeigen, wie ihr dieses Design am Schluss hinbekommt. Und ja, dann würde ich doch sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich habe mir überlegt, ich mache heute wieder einen einzelnen Terminal-Befehl aus ganz, ganz vielen. Und deshalb öffnen wir alle mal unseren Terminal. Und den Terminal-Befehl bekommt ihr natürlich unten aus der Videobeschreibung. In meinem Fall würde ich mal sagen, wir legen gleich mal los. Und ich gebe folgenden Befehl ein. Sudo add-apt-repository. Wir fügen erstmal das Repository oder das PPA Noobs Lab Macubuntu hinzu. Dann fügen wir das PPA Papyrus hinzu. Dann aktualisieren wir unseren Zwischenspeicher. Und zum Schluss installieren wir verschiedene Pakete, wie einmal Macubuntu OS Icons und so weiter, Macubuntu OS Themes, Papyrus Icon Theme und den CairoDoc. So. Deshalb würde ich sagen, wir wählen die Eingabetaste aus und am Anfang müssen wir unser Passwort eingeben. Dazu geben wir das Ganze einfach mal ein. Es erscheinen dazu keine Zeichen und wir bestätigen dies am Schluss mit einer Eingabetaste. So, und hier fragt er uns, ob wir das wirklich machen wollen, ob wir wirklich dieses PPA hinzufügen wollen. Falls ihr nicht wisst, was PPAs sind, jetzt rechts oben habe ich euch ein Video verlinkt. Ansonsten drücken wir jetzt die Eingabetaste. Und wir drücken nochmal die Eingabetaste. Wir haben ja zwei PPAs hinzugefügt oder fügen zwei PPAs hinzu. Jetzt sehen wir, hat er schon automatisch das Ganze aktualisiert, seinen Zwischenspeicher. Und hier fragt er uns schon, ob er die ganzen Pakete installieren soll. Ich wähle in diesem Fall ja aus. So, und wir sehen, der Rest geht hier relativ gut eigentlich vonstatten. Ich mache das in meinem Fall jetzt natürlich mit Cinnamon. Falls ihr das unter anderen Desktops versucht nachzuahmen, kann das sein, dass es ein bisschen anders dann läuft. Und es könnte sein, dass nicht jedes einzelne Add-on, was wir heute installieren werden, unter jedem Desktop läuft. Aber so die Grundsachen könnt ihr wahrscheinlich auch mit anderen Desktops mitmachen. Das ist jetzt aber speziell auf Linux mit Cinnamon ausgelegt. Und ich mache das Ganze mit der 18.2. Wenn das aber ein paar Versionen darüber ist, wird es wahrscheinlich nicht viel ausmachen. So, nun wurde alles installiert. Wir können unseren Terminal schließen und wir öffnen ganz einfach schon mal Themen, weil das brauchen wir ja erstmal schon, ne? So, und dann haben wir hier einmal schon unser Themenfenster und als Fensterrahmen wählen wir Macubuntu OS aus. Das wäre dieser Fensterrahmen hier. Haben wir schon mal einen neuen Fensterrahmen. Sieht natürlich ein bisschen Mac-ähnlich aus. Wer hätte es gedacht? Dann haben wir noch die Symbole Papyrus Dark. Die wählen wir hier auch aus. Und dann brauchen wir natürlich, wenn wir ein Dark Icon Pack nehmen, brauchen wir natürlich noch ein Arc Theme. Das haben wir in unserem Fall auch. Und das ist das Mint Y Dark Blue. Aber wie wir sehen, das ist momentan noch nicht installiert. Das müssen wir noch selber installieren. Und dann wählen wir hier ganz einfach den Button aus Schreibtischthemen hinzufügen und entfernen. So, dann wählen wir im Netz verfügbare Themen aus. Das dauert immer ein bisschen, bis das alles geladen ist. Dann suchen wir nach Mint-Y. Genau, hier haben wir schon Mint-Y-Blue. So, das ist ein Dark-Thema. Das werden wir gleich sehen. Ausgewählte Einträge installieren oder aktualisieren wollen wir auswählen. Zuvor will ich aber noch ein anderes Paket auswählen und zwar heißt das Glasglaukos oder ich hoffe, ich spreche es richtig aus, werde ich wahrscheinlich gerade nicht und wir werden das ganz normale oder das neue sozusagen installieren, nicht das Classic. Und jetzt wählen wir ausgewählte Einträge installieren oder aktualisieren aus. Das Ganze wird in kürzester Zeit installiert und dann können wir hier unter installierte Themen dann auch schon wieder unsere Themen nachschauen mit Y, Blue und Glasglaukos. So, also Schreibtisch wählen wir ganz einfach aus Glasglaukos und Steuerung wählen wir aus Mint Y Blue. Hier haben wir den ganzen Spaß und wir sehen, es ist schon alles schwarz geworden. So, und dann hätten wir eigentlich schon mal unsere ganzen Themen sozusagen schon installiert. Ihr seht, das ging ja relativ zügig.
So, ich hoffe, hier leckt es jetzt nicht so. Nein, denn bei mir in der virtuellen Maschine ist das Ganze dann nicht ganz so gut gelaufen. Deshalb nehme ich das hier unter einem nativen Desktop auf. Und dann würde ich sagen, wir wollen doch am Anfang auch gleich mal unser Hintergrundbild ändern. Und dann würde ich sagen, nachdem wir unsere Themen hier erfolgreich angewendet haben, wollen wir auch das Hintergrundbild hier ändern. Das sieht zwar schön aus, aber wir wollen das schöne Fahrrad-Hintergrundbild. Denn dazu wähle ich ganz einfach einen bestimmten Link aus. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wir haben hier einmal ganz, ganz viele verschiedene Bilder. Ich bin hier auf der Seite oswallpapers.com. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir hier ganz, ganz schöne viele Bilder. Und in meinem Fall konnte ich jetzt diese einzelnen Bilder nicht auswählen oder nicht anschauen. Jedenfalls nur ein bisschen. Ich will hier das Vintage Bicycles runterladen und ihr seht, wenn ich darauf klicke, passiert relativ wenig. Das ist aber kein Problem. Hier sehen wir auch schon unser Bild. Das ist aber nur eine Vorschau davon. Wir können das Ganze komplett herunterladen und darauf gehen. Und dazu gehen wir auf Get This Package und dann kommen wir hier auf einen drive.google.com Link. So, ich packe euch mal beide Links in die Videobeschreibung. Hoffentlich funktioniert dann einer von anderen auch vielleicht mal ein bisschen später. Und dann können wir hier auch schon das problemlos herunterladen. Wir sehen, es konnte kein Virenscan für diese Datei durchgeführt werden, weil das insgesamt etwas größer ist, als Google das sozusagen macht. Wir laden dies aber trotzdem herunter, weil für uns macht das jetzt eigentlich nicht viel aus. Wir werden es ja nicht installieren. Und ich habe bis jetzt keine Schadware in diesem Paket festgestellt. Dann wähle ich Datei speichern aus und wähle OK aus. So, das dauert jetzt erstmal seine Zeit, das ist um die 96 Megabyte. Währenddessen können wir eigentlich schon mal neue Applets installieren, weil wir sehen hier unsere Leiste, die muss natürlich auch noch verändert werden. Und dann wählen wir ganz einfach Rechtsklick auf die Leiste aus und wir wählen Applets zur Leiste hinzufügen aus. Dann wählen wir im Netz verfügbare Applets und hier werden wir ein bisschen was installieren. Und zwar werden wir einmal Weather auswählen. Dann werden wir Places auswählen. Dann werden wir Color PK auswählen. Den haben wir hier. Und dann werden wir Graphics Center auswählen. Den sollte man hier auch finden. Graphics Center, den haben wir hier. Und dann brauchen wir auch noch Slingshot. Oder Slingshot. Sorry, das tut mir leid. Slingshot heißt es. So, wenn wir diese ganzen Applets gesucht haben und jeweils einen Haken hingesetzt haben, wählen wir ausgewählte Einträge installieren oder aktualisieren aus. Und ihr seht, das Ganze wird in kürzester Zeit installiert und hier haben wir nun auch wieder unsere Applet schon mal installiert. Wir können das Fenster währenddessen mal minimiert halten. In meinem Fall wurde jetzt ganz einfach schon die Datei heruntergeladen. Wir können diesen Zielordner einfach mal öffnen und dann wollen wir das Ganze natürlich entpacken. Dazu wähle ich Rechtsklick aus und wähle hier Entpacken aus. Das bleibt uns natürlich jetzt überlassen, wohin wir das schieben. Ich mache das in meinem Fall jetzt aber mal ein bisschen professioneller. Und dazu wähle ich ganz einfach Rechtsklick auf unseren Dateimanager aus, wähle als Systemverwalter öffnen aus, gebe mein Passwort ein. Dann wähle ich unseren Backgrounds-Ordner aus, wähle STRG C aus, gehe auf unser Dateisystem. Dann wähle ich User, Share und Backgrounds aus. Hier sehen wir wieder Backgrounds. Ich will das hier ganz einfach sozusagen hier reinkopieren oder den Inhalt von Backgrounds von Downloads in Backgrounds von unserem User Share verschieben. Das mache ich jetzt in meinem Fall, weil ich den Backgrounds Ordner kopiert habe mit STRG V hier ganz einfach in diesen Ordner. Fragt er uns, ob wir das zusammenführen wollen. Genau das wollen wir. Dann wählen wir zusammenführen aus und schon haben wir hier den anderen Spaß hier drinnen mit Solos, Gnome und Cosmos. Also ihr habt sogar ein paar mehr Ordner mittlerweile. Dann können wir schon den Dateimanager schließen. Diesen Dateimanager können wir schließen. Und wir können unseren Firefox vorerst auch schon schließen. So, dann wollen wir unser Hintergrundbild jetzt wirklich mal ändern. Dazu wähle ich Rechtsklick auf den Desktop aus. Wähle Hintergrund des Schreibtisches ändern aus. Ich persönlich finde es ganz witzig, dass diese Ordner hier nicht angezeigt werden. Hätte ich mir vielleicht gewünscht. Ansonsten wählen wir ganz einfach Plus aus. Wählen wieder unseren Systemordner aus, User, Share und dann nochmal Backgrounds.
Und dann können wir Solos auswählen und diesen sollten wir ganz einfach öffnen. Falls euch das zu stressig ist, könnt ihr auch problemlos euren Backgrounds-Ordner in Bilder oder sowas verschieben. Ihr müsst das nicht unbedingt in User-Share-Backgrounds verschieben, aber dafür ist es dann für alle anderen Benutzer zugänglich. Dann wählen wir unseren Bilderordner aus und hier werden schon die ganzen schönen Bilder geladen und wir wollen dieses Bild hier aktivieren. Und tada, haben wir hier schon unser Fahrradbild. Hier gibt es natürlich auch viele andere schöne Hintergrundbilder. Also einmal Solos selber, naja. Also ich finde Solos toll, aber das Hintergrundbild fand ich jetzt nicht so schön. Das finde ich schon schöner. Oder natürlich hier, ja komm, ich glaube zum Hintergrundbild schauen seid ihr hier nicht gekommen. Deshalb wählen wir wieder unser ganz normales aus. Und wir haben schon gleich unseren Desktop-Hintergrund komplett geändert. Und jetzt wollen wir auch unsere Leiste wirklich mal in Angriff nehmen. Hier haben wir unsere Leiste und die will ich jetzt erstmal nach oben verschieben. Das heißt, ich wähle Rechtsklick. Leiste verändern, Leiste verschieben aus. Und dann wähle ich eine neue Position aus. Das heißt, ich klicke an den oberen Bildschirmrand und schon ist meine Leiste nach oben verschoben worden. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal von links nach rechts alle verschiedenen Sachen durch. Wir haben hier unser Applets-Fenster noch geöffnet, wo wir ganz einfach Applets hinzufügen können. Und wenn wir Rechtsklick auf die Leiste auswählen und Leistenbearbeitungsmodus auswählen, dann können wir hier auch schon gleich unsere einzelnen Applets zum Beispiel verschieben. Ich kann jetzt zum Beispiel die Uhr sehr einfach irgendwo anders hin verschieben. Ihr seht, das geht erstmal ohne Probleme. Ist mit dem Design hier jetzt vielleicht erstmal für den einen oder anderen komisch, weil normalerweise hat man diese drei Farben. Das ist in diesem Fall jetzt nicht so, weil wir das Design schon angewendet haben. Aber ich glaube, ihr solltet damit auch zurechtkommen. So, dann wollen wir einfach mal Wetter hinzufügen. Dann wollen wir Places hinzufügen, also unser Ortezentrum. Dann wollen wir Farbenwähler hinzufügen. Dann wollen wir unser Grafikzentrum hinzufügen. Und unseren Slingshot, den dürfen wir auch nicht vergessen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen das Panel von links oben nach rechts oben ganz einfach mal durch. Und links oben haben wir unser Cinnamon-Anwendungsmenü. Das haben wir hier mittlerweile schon installiert und das funktioniert auch wunderbar. Brauchen wir erstmal nichts zu ändern. Schreibtischanzeigen haben wir auch schon drinnen und dann kommen schon unsere Orte. Das heißt, ich verschiebe dieses Icon hier direkt neben unseren Schreibtischanzeigen, wenn er mich lässt. Hier haben wir das Ganze. Dann müssen wir kurz aus dem Leistenbearbeitungsmodus herausgehen und dann können wir hier nämlich diese Anwendungen nochmal verschieben. Und zwar kommt der Terminal an den Anfang davon, dann kommt einmal unser Dateien und das Firefox-Icon entfernen wir erstmal. Als nächstes kommt unser Slingshot, das ist auch ein Menü, das verschieben wir auch mal. Wir wählen Rechtsklick auf unsere Leiste, Leistenbearbeitungsmodus anschalten und dann können wir hier unser Slingshot ganz einfach wieder dorthin verschieben, wohin es gehört und nicht dorthin, nämlich irgendwo dorthin in die Mitte. Lässt er mich gerade nicht, das ist auch schön. Machen wir es ganz einfach anders. Wir verschieben hier diese Icons ganz einfach neben das Slingshot-Menü. Jetzt haben wir das Ganze hier schon fertig eingestellt. Als nächstes kommt unser Grafikzentrum. Dann kommt unser Farbenwähler. Als nächstes brauchen wir nochmal einen nächsten Leistenstarter. Den finden wir hier unten irgendwo. Oder wir geben es einfach in die Suche ein. Wir fügen nochmal einen neuen Leistenstarter hinzu. Den finden wir hier. Dann sollten wir hier natürlich unsere Anwendungen rauslöschen, die wir nicht brauchen. Dazu brauchen wir einmal den Terminal nicht mehr und unseren Dateimanager nicht mehr. Dann öffnen wir wieder unseren Leistenbearbeitungsmodus und wir verschieben den Firefox dorthin, wohin es sich gehört. Und zwar neben unseren Farbenwähler. Als nächstes kommen unsere Fensterknöpfe, wie wir sie haben. Und dann kommt unser Wetter-Applet. Unser Wetter-Applet ist momentan hier noch. Das wollen wir jetzt erstmal in die Mitte verschieben. Dazu öffnen wir wieder unseren Leistenbearbeitungsmodus und wir verschieben das Wetter-Plugin in die Mitte, wo es hingehören soll. So, nun wollen wir unser Wetter-Applet konfigurieren. Dazu wähle ich Rechtsklick auf unser Wetter-Applet aus, wähle Einrichten aus.
Und dann können wir hier WOEID ändern. So, das heißt irgendwas mit Weather, irgendwas und am Schluss ID. Keine Ahnung, jedenfalls so eine schöne Nummer wollen wir ermitteln. Dazu klicken wir einfach auf den Button und wir werden auf unseren Standardbrowser gelenkt. Und wir finden hier eine Seite, wo wir unsere Postleitzahl eingeben können. Und in meinem Fall gebe ich jetzt einfach mal Nürnberg ein. Und wir finden hier einmal Nürnberg in Bavaria, Germany. Passt vollkommen. Und wir haben die Nummer 680564. Die können wir ganz einfach kopieren, indem wir sie markieren und Steuerung C drücken. Und dann können wir unseren Firefox schon schließen. Und wählen Steuerung V in dieser WOEID-Leiste ein. So, das haben wir gemacht. Ansonsten können wir hier auch nochmal unsere ganzen Einheiten einstellen. Das hat sich aber eigentlich ganz gut bewährt. Und den Vorhersagezeitraum können wir natürlich auch nochmal ändern. Zeit im 24-Stunden-Format anzeigen würde ich euch persönlich empfehlen. So, Ortsbezeichnungen können wir auch nochmal überschreiben, dass wir das jetzt nicht Nürnberg nennen. Dass das jetzt nicht Nürnberg heißt sozusagen, sondern wir können hier ganz einfach unser richtiges Nürnberg richtig hinschreiben. Und dann können wir unser Aktualisierungsintervall eingeben und alles mögliche. Dann können wir unsere Wetter-Applet schon wieder schließen. Und hier sehen wir, in Nürnberg ist es momentan größtenteils bewölkt. Und der Sonnenuntergang war heute um 18.28 Uhr. Und heute haben wir schon wieder 22.08 Uhr. Die Zeit vergeht aber echt zügig. Als nächstes wollen wir unseren Arbeitsflächenumschalter hinzufügen. Dazu wähle ich hier in dem Applet-Fenster unseren Arbeitsflächenwechsler ein. Das ist eigentlich ein Arbeitsflächenwechsler, macht aber nichts. Und dann wählen wir zur Leiste hinzufügen aus und das hat sich schon perfekt hinzugefügt. Dort wollen wir es auch haben. Dann wollen wir unseren Sound nochmal ein bisschen verschieben. Dazu öffnen wir wieder unseren Leistenbearbeitungsmodus. Und wir verschieben unser Sound-Icon ganz einfach hinter die Arbeitsflächen. Das funktioniert in meinem Fall jetzt nur bedingt, doch das funktioniert sogar sehr gut. Und dann können wir als nächstes auch schon unsere Netzwerkverbindungen dahinter ziehen. Das wäre einmal dieses Icon hier. Das schieben wir dann einfach nochmal dorthin. Ich hoffe, ich habe es richtig. Nein, natürlich falsch. Jetzt passt es aber. Und dann einmal die Uhrzeit und am Schluss den Benutzer. So, dann können wir unsere Energieverwaltung auch noch hinter die Netzwerkverbindungen schicken. Und unsere Wechseldatenträger, die sind hier in diesem Desktop gar nicht auf der Arbeitsfläche. Ich würde es jetzt persönlich ganz einfach hinter die Batterie bappen. Und dann haben wir die Uhr und am Schluss unseren Benutzer. Ich habe mich jetzt doch entschieden, unser Benachrichtigungsfeld hier rüber zu ziehen und dafür die Aktualisierungsverwaltung aufzulösen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen Bereich suchen, womit wir dann nicht irgendein Fenster öffnen. Wenn ich hier zum Beispiel draufklicke, öffne ich die Aktualisierungsverwaltung. Das heißt, ich versuche das hier oben irgendwie zu erwischen und dann sehen wir, mir gelingt es bis jetzt noch nicht ganz oben. Habe ich jetzt hier einen Bereich erwischt, womit ich das hier verschieben kann. Und dann verschiebe ich das ganz einfach hinter. Dann verschiebe ich das ganz einfach mal kurz dorthin. Und räume hier nochmal schnell um. Das kommt dorthin. Sehen wir hier, das passt. Und die Aktualisierungsverwaltung entfernen wir gleich nochmal. Das heißt, Leistungsbearbeitungsmodus raus. Aktualisierungsverwaltung entfernen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, so sah insgesamt die Leiste oben aus, wie das Ganze gemacht wurde. Hier haben wir jetzt einen kleinen Platzhalter. Das wird sich wahrscheinlich nach dem Neustart legen. So, dann wollen wir unten unser CairoDock natürlich auch noch hinzufügen. Das haben wir nämlich installiert. Und dazu wähle ich ganz einfach CairoDock aus. Und ich wähle einfach das ganz normale aus. Und hier unten haben wir schon unsere Leiste. Der wurde jetzt in meinem Fall hier erfolgreich erstellt und wir müssen das Ganze natürlich ein bisschen umstellen. Am Anfang wollen wir ungefähr die Farbe hinbekommen, die unsere Annette Ziegler hier gemacht hat. Das heißt, ich wähle Rechtsklick auf unser CairoDock, wähle CairoDock aus und wähle einmal Konfigurieren aus. Dann wählen wir Fortgeschrittener Modus aus und hier können wir unter Erscheinungsbild unseren Stil auswählen. Und hier unter Stil können wir unsere Hintergrundfarbe auswählen. Die ist hier schon fast Transparenz.
transparent. Das heißt, ich wähle hier ganz einfach etwas Schwarzes aus und wähle hier nur ein sehr, sehr schwaches Alpha. Ich glaube, das reicht in diesem Fall schon vollkommen aus. Und wenn wir auf Übernehmen klicken, sehen wir, dass das schon ordentlich heller geworden ist. Und die Umrissfarbe ist so ein rötliches Rot. Das füge ich jetzt mal hinzu. Ich glaube, das passt hier schon mal ganz gut. Wir wählen Auswählen aus und dann Übernehmen. Und dann haben wir schon unser rötliches Rot. Das ist mir ein bisschen zu rot. Kommt, die Zeit haben wir noch schnell. Ich glaube, ungefähr so würde es das besser treffen. Und ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Dann wählen wir den einfachen Modus wieder aus und wir wählen Einstellungen aus, wir wählen Erscheinungsbild aus und unter Symbolgröße können wir unsere Symbolgröße ändern und die ist in unserem Fall auf groß gestellt. So sieht das jetzt ganz gut aus. Jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich nochmal ein bisschen verändern. Diese ganzen Trennstriche kommen natürlich raus, das heißt, unseren Trenner können wir hier einfach entfernen. Und wir bestätigen das ganz einfach nochmal und schon wurde der Trenner hier entfernt. Wir können das Ganze aber auch schneller machen, indem wir auf vorhandene Elemente klicken, unser unteres Dock öffnen und hier können wir ganz einfach dann die einzelnen Anwendungen löschen. In meinem Fall ist jetzt einmal das Anwendungsmenü hier, das wird hier nicht gebraucht. Den Terminal können wir hier eigentlich auch nochmal löschen, die Synaptic-Paketverwaltung auch. GIMP können wir eigentlich auch mal löschen. Wisst ihr was? Wir löschen einfach mal alles und tun das Ganze nochmal gleich ordentlich hinzufügen. Lesezeichen aber bleiben. Ablegen zum Freigeben löschen wir auch noch. Dann löschen wir auch noch unseren Schnellanzeiger. Unsere kürzlich erfolgte Ereignisse lassen wir mal. Lesezeichen löschen wir auch. Schreibtischanzeigen löschen wir auch. Und abmelden löschen wir tatsächlich auch. Abmelden müssen wir uns hier runter nicht und die Hilfe können wir hier auch problemlos löschen. Wir sehen, das ist jetzt ganz schön klein geworden. Wir haben jetzt unter unserem Dock hier einfach nur mal alle geöffneten Anwendungen. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Anwendungen hinzufügen. In meinem Fall will ich hier jetzt links mal LibreOffice hinzufügen. Dazu öffne ich ganz einfach die App dazu und wir sehen, das Ganze funktioniert ganz gut und das Ganze will ich in unserer Leiste hier drin behalten, wählen Rechtsklick darauf aus, LibreOffice und dann in einen Starter umwandeln. Und schon haben wir hier einen neuen Starter, es gibt eine schöne Animation und den können wir jetzt dahin verschieben, wohin wir ihn auch wollen. Als nächstes kommt GIMP, ich glaube, das können wir auch schon machen. Dazu mache ich die gleiche Prozedur, Rechtsklick darauf, GIMP-Bildbearbeitung in einen Starter umwandeln und schon haben wir hier unseren nächsten Starter. Als nächstes wurde hier Shutter auch noch hinzugefügt, das spare ich in meinem Fall jetzt aber auch. Audacious, also ein Musikplayer wurde hinzugefügt, standardmäßig ist Rhythmbox installiert. Ich glaube, das bekommen wir auch hin, wenn wir wollen. In meinem Fall installiere ich aber Clementine, das habe ich gerade installiert und ich finde, das ist eh viel besser. Rechtsklick, Clementine in einen Starter umwandeln und schon haben wir hier Clementine hinzugefügt. Dann kommt ein schönes Spiel, Acelot Wild Solitaire, das könnt ihr natürlich hinzufügen, wenn ihr wollt. Dann kommt unser Taschenrechner, den öffnen wir ganz einfach und wir kennen mittlerweile die Prozedur, in einen Starter umwandeln und schon haben wir den hier hinzugefügt. Als nächstes kommt unser Internetbrowser, in meinem Fall ist das jetzt Firefox. Ihr könnt aber auch jeden anderen verwenden, wie euch lustig ist. Dazu wähle ich jetzt Rechtsklick auf unser Icon. Ich glaube, ich muss es gar nicht mehr richtig sagen. So, das reicht schon vollkommen aus. Firefox wurde nun auch schon hinzugefügt. Als nächstes wollen wir unsere Zwischenablage hinzufügen. Dazu wähle ich Rechtsklick auf unserer CairoDock, wähle CairoDock aus und wähle Konfigurieren aus. Hier wähle ich jetzt Erweiterung aus und dann können wir hier unter Verlauf der Zwischenablage unsere Zwischenablage hier aktivieren und die können wir dann auch noch mal woanders hinschieben. Die schieben wir zu unserem Firefox hin. Als nächstes kommt unser Dateimanager. Ich glaube, das sollte kein großes Problem sein. Der müsste hier sein und den können wir hier unten auch noch mal hinzufügen. Dateien in einen Starter umwandeln. Ich glaube, wir kennen das Spiel. Und das müssen wir jetzt hier hinschieben. Dann passt das Ganze. Als nächstes kommt kürzlich erfolgte Ereignisse. Das ziehe ich dann hier nochmal hin. Dann haben wir den Spaß schon.
Dann fügen wir in unseren Cairo-Doc-Einstellungen auch nochmal Stapel hinzu. Zum Schluss fügen wir noch unseren Papierkorb hinzu. Den sehen wir hier einmal. So, wunderbar. Unser Papierkorb ist dabei. Unser Stapel ist auch nochmal dabei. Und dann hätten wir den ganzen Spaß eigentlich auch schon für unser Cairo-Doc erledigt. Dann würde ich euch empfehlen, erstmal hier alle Fenster zu schließen, die hier gerade offen sind. Und dann lasse ich nur noch ein Fenster offen und dann schiebe ich dieses Fenster hier ganz nach vorne in der Hoffnung, wenn ich ein neues Fenster öffne, was wir jetzt noch nicht haben, wie zum Beispiel unsere Medienwiedergabe, dass sich das hier vorne startet. Ich glaube, das sieht wunderbar aus und so wurde dies auch hier in unserem Beispiel höchstwahrscheinlich gemacht. Aus dem Screenshot konnte ich das nicht hundertprozentig erkennen, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. So, und hiermit hätten wir jetzt auch schon unser unteres Cairo-Dock definiert und auch schon konfiguriert. Und die Annette Ziegler war auch so freundlich und hat auch viele Programme reingeschrieben, die sie insgesamt nutzt und weiterempfehlen kann. Und da hätten wir einmal LibreOffice, Evolution, GIMP, Krita, Pix, Shotwell, Chrome, Steam, Audacious, VLC, der SM Player, Cheese, Project M, Pulse Audio Visualization. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann zum Beispiel auch noch ein paar kleinere Programme, wie zum Beispiel Nixnode. Ich habe euch diese Programme jetzt einfach mal in die Videobeschreibung aufgelistet. Falls ihr diese mal installieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass die Annette Ziegler das hier auch noch reingeschrieben hat. Ich muss euch mal das Skript zeigen. Ich habe es mittlerweile ein bisschen geändert. Aber mal ganz ehrlich, wer so ein Skript schreibt, da muss ich sagen, ist das wirklich angenehm, dann hier ein Tutorial zu machen. Auch wenn insgesamt die Leiste dort oben vielleicht ein bisschen anstrengend war, sie zu konfigurieren. So, und am Schluss fällt mir noch auf, diese Icons hatte die Annette Ziegler auch nicht auf ihrem Desktop. Das heißt, ich wähle Rechtsklick auf den Desktop aus und wähle Schreibtischeinstellungen aus. Und hier deaktiviere ich ganz einfach alle Schreibtischsymbole. Also einmal den Rechner, den persönlichen Ordner, die eingehängten Datenträger tue ich hier auch weg. Und diese Option würde ich weiterhin anlassen. Das ist dann für mehrere Bildschirme. Kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, bei uns ist das jetzt erstmal hier gar nicht mal so kritisch. Halt! Einen kleinen Einwand hätte ich schon noch, und zwar solltet ihr natürlich euer Cairo-Doc in die Startprogramme hinzufügen. In meinem Fall wurde das jetzt nicht automatisch gemacht, wundert mich persönlich. Dazu wähle ich ganz einfach Startprogramme im Menü aus und füge hier etwas Bestimmtes hinzu, eine Anwendung nämlich, und dann wähle ich das Cairo-Doc aus. Das finden wir hier auch schon. Anwendung hinzufügen und schließen. Dann sollte unser Cairo-Doc eigentlich standardmäßig bei jedem Start wieder gestartet werden. So, damit wäre jetzt mein Tutorial hier am Ende. Ich hoffe, euch hat es ganz gut gefallen. Ich finde, das ist schon ein spannender Desktop geworden. Und insgesamt, finde ich, hat es auch einen guten zweiten Platz verdient. Nochmal ganz kurz zur Info, wir haben ja auch einen zweiten Platz. Aber dass jetzt dieser Desktop hier am Anfang kommt, das hat wirklich nichts zu bedeuten. Ich bin einfach nur daran gegangen, wer einfach mir schneller zurückgeschrieben hat von der E-Mail her. Und da war unsere Annette Ziegler ein bisschen schneller. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das neue Design gefallen. Ist unser Linux Mint Cinnamon 18.2 und ich finde, das sieht schon ganz ordentlich aus. Wem das gefällt, wirklich gerne. Ich muss sagen, für mich persönlich wäre hier alles zu vollgepackt, aber es muss ja auch nicht mir gefallen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen guten Nachmittag oder guten Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Freitag und ja, dann bleibt mir auch nicht viel anderes zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.